Der nächste Vortrag in den Reihen der Kurzvorträge ist jetzt ein Vortrag aus Nutzerperspektive. Ich darf Sebastian Bonzio vorstellen. Er hat Geschichte und Philosophie in Osnabrück studiert und dort auch promoviert mit einer Arbeit zum Ersten Weltkrieg und wie dort mit dem Fallen umgegangen wurde in der Gesellschaft. Jetzt arbeitet er auch an der Uni Osnabrück mit einer Arbeit, in der es mit und zur Gestapo-Kartei arbeitet und stellt uns diese Arbeit vor. Deine Bühne. Ja, danke schön. Ich habe hier ein bisschen Zeit, das heißt, ich kann vorweg ein, zwei Bemerkungen machen, gerade auch, um meine wissenschaftliche Arbeit vielleicht ein bisschen einzuordnen. Zum einen, Ihre Keynote fand ich sehr interessant. Es ist erschreckend, wie die Stasi fortsetzt, was die Gestapo begonnen hat. Und bei der Gestapo fehlen uns sehr häufig die Personalakten häufig vollständig. Wir haben, das werde ich nachher auch sagen, 5 überlieferte Teil- oder ganze Karteien und müssen uns darüber die Arbeit der Gestapo erschließen, haben sie hier natürlich einen wissenschaftlichen Schatz. Genau, und ich bin froh, dass Sie die Bedeutung der Wissensproduktion von so einem Geheimdienst herausgestellt haben. Das haben wir uns in Osnabrück zur Aufgabe gemacht, in den nächsten Jahren mal eingehend zu beforschen, weil die Gestapo ja immer noch ein wenig als Monster verstanden wird und die internen Mechanismen dahinter, also die Wirkweise, die Arbeitsweise der Gestapo dahinter ein wenig zurückbleibt. Das Zweite, Sie sprachen, dass die Herausforderung des BMF an die Akten zu archivieren. Ich war gerade letzte Woche Teil des Historikersymposiums, wo Historikerinnen und Historiker eingeladen worden waren, den Prozess mal aus wissenschaftlicher Perspektive zu begleiten, ich kann nicht aus der Archivarsperspektive sprechen, ich kann nur aus der Wissenschaftlerinnen-Perspektive sprechen. Es ist natürlich eine Herausforderung, ist auch der Pluralität der wissenschaftlichen Ansätze gerecht zu werden. Und eine ganz deutliche Message der Historikerinnen und Historiker, die dort letzte Woche waren, war zum einen, dass es immer wichtiger wird, digital zu denken, auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die zweite, dass keine einzige der Akten kassiert werden darf. Ich meine, das ist beim Thema Zwangsarbeit, NS-Zwangsarbeit, ja fast selbstverständlich und trotzdem gut, dass es gesagt worden ist. Denn, und das sehen Sie da, ich spreche heute über serielle Quellen und Personenakten zählen im Zweifel dazu. Und ich arbeite dann aber nicht mit einzelnen Personenakten, sondern befasse mich mit Massendatenbeständen. Und darüber möchte ich jetzt in den nächsten 15 Minuten sprechen. Genau. Mein Vortrag heißt, das können Sie sehen, vom Archiv zur Auswertung, serielle Quellen in der Digital History. Nach meiner Promotion im vergangenen Frühjahr, habe ich mich sehr darauf konzentriert, die Digitalisierung und die Potenziale der Digitalisierung für die Geschichtswissenschaft zu erschließen. Und wir haben in Osnabrück das Glück, dass Herr Professor Dr. Christoph Rass, mein Chef, da sehr offen ist. Und der hat mir dann gleich die Abteilung Digital History aufgeschwatzt, die ich jetzt leite. Genau. Jetzt komme ich zu meinem Vortrag. Sehr geehrte Damen und Herren, als ich von Thorsten Unger die Einladung erhielt, im Rahmen dieser Veranstaltung über unsere digitale historische Arbeit an der Universität Osnabrück zu sprechen, freute ich mich ganz besonders. Viele unserer Big Data Projekte wären nämlich ohne die Unterstützung verschiedener Archivinstitutionen nicht umsetzbar. Als Historiker und Digital Native ist es mir ein wichtiges Anliegen, die Potenziale der gegenwärtigen Phase der Digitalisierung für die Geschichtswissenschaft zu eröffnen.
Bislang weitgehend vernachlässigte Quellenbestände werden nun nämlich erschließbar und gewinnen neue Relevanz. Ohne die Offenheit, manchmal auch den Wagemut von Archivinstitutionen sowie ihrer MitarbeiterInnen kämen wir dabei allerdings nicht weit. Mal schauen, ob das hier funktioniert. Hervorragend. Das wird zunehmend wichtig, denn aus meinem Arbeitsalltag als Historiker zum Beispiel ist das Digitale schon jetzt nicht mehr wegzudenken. Die Anwendung künstlicher Intelligenzen bei der Extraktion von Informationen aus Quellen, die Speicherung von historischen Massendaten in Datenbanken, ihre Verbindung mit kompatiblen Datenbeständen, die Auswertung in Geoinformationssystemen oder mit Hilfe von Text bzw. Data Mining. Dies alles ist Teil unserer digitalen Analysen geworden, mit denen wir unsere historischen Fragen beantworten. Dafür reicht es allerdings nicht mehr aus, einzelne Quellen zu scannen, ihre Metadaten zu erfassen und sie in dieser Form online zur Verfügung zu stellen. Vielmehr zielen wir darauf, ganze Quellenbestände so zu digitalisieren, dass ihr Informationsgehalt vollständig extrahiert wird. Für unsere Pionierprojekte haben wir uns zunächst auf Karteibestände unter jeweils spezifischen historischen Fragestellungen konzentriert, haben uns die vorgenommen. Sie zeichnen sich durch relativ einfache Formulare mit häufig bereits normalisierten Informationen aus und lassen sich deshalb gut in Datenbanken übersetzen. Nachdem wir das Digitalisierungsverfahren erstmals in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Landesarchiv erfolgreich an der Osnabrücker Gestapo-Kartei umgesetzt haben, können wir bei unserem zweiten Projekt, der Digitalisierung und Auswertung der Osnabrücker Ausländermeldekartei, auf ein reiches Erfahrungswissen zurückgreifen. Wichtige Hürden sind bereits beim ersten Mal genommen worden. Ein effizienter Workflow ist etabliert und eine Vertrauensbasis geschaffen. Auf diese Weise hat sich das Niedersächsische Landesarchiv zwei seiner großen Quellenbestände automatisiert und vollständig digital erschlossen. Damit kann es nun die Originalquellen schützen und durch die Verarbeitung der maschinenlesbaren Informationen zugleich die Nutzerfreundlichkeit erhöhen. Der Forschung wiederum stehen zwei digitale und umfassend beforschbare Quellenbestände zur Verfügung. Die Extraktion der Daten aus der Osnabrücker Ausländermeldekartei nach den geltenden archiv- und datenschutzrechtlichen Bestimmungen läuft derzeit. Deshalb ist das, was ich im Folgenden erzähle, entstammt meinem jetzigen Forschungsprojekt zur Osnabrücker Gestapo-Kartei. Und dabei möchte ich Ihnen im Folgenden gerne unsere wissenschaftlichen Ziele erläutern und aber auch bereits einige erste empirische Erkenntnisse präsentieren. Das ist die Kartei in Zahlen. Die Osnabrücker Gestapo-Kartei ist eine von nur 5 deutschlandweit enthaltenen ihrer Art. Die sind ehemals flächendeckend geführt worden und die erste, die nun digital zur Verfügung steht. Die Informationen der rund 49.000 einzelnen Karteikarten werte ich derzeit im Rahmen des DFG-geförderten Forschungsprojektes Überwachung macht Ordnung, das ist der Titel, Personen- und Vorgangskarteien als Herrschaftsinstrument der Gestapo aus. Bis vor wenigen Jahren wäre der Aufwand, solche Bestände manuell zu digitalisieren, für drittmittelfinanzierte und damit finanziell sowie zeitlich stark eingeschränkte universitäre Forschungsprojekte nicht zu leisten gewesen. Ein Ergebnis war, dass die tausenden Bestände an Registern, Karteien und Personenakten, die in den deutschen Archiven liegen, bislang vor allem exemplarisch für Studien herangezogen worden sind oder aus ihnen nur bestimmte Informationen in Forschungsdatenbanken landete. Ein anderes, dass die historischen Prozesse, in deren Kontext die seriellen Quellen angelegt worden sind, nur auf der Basis narrativer Quellen, also zum Beispiel anhand von Korrespondenzen, Berichten und Ähnlichem, modelliert werden konnten. Durch dieses Vorgehen stellen sich den Historikerinnen und Historikern aber immer wieder dieselben epistemischen Fragen.
bei der Rekonstruktion von Biografien, zum Beispiel auf der Basis von NS-Quellen, lief man Gefahr, durch die unkritische Übernahme der Informationen aus der Quelle unabsichtlich die NS-Kategorien zu verwenden. Durch die Modellierung historischer Prozesse auf der Basis narrativer Quellen reproduzierte man die den Briefen oder Berichten inhärenten Wahrnehmungen sowie Wirklichkeitsvorstellungen, marginalisierte dadurch unter Umständen bestimmte Gruppen und zeichnete ein unvollständiges Bild des untersuchten Prozesses. Mit unserem Workflow dauerte der Extraktionsprozess sowie das Post-Processing aller Daten im Quellenbestand der Osnabrücker Gestapo-Kartei insgesamt etwa ein Jahr. Dabei war es uns ein ausdrückliches Anliegen, die Einheit der Quelle zu wahren, sodass ein digitales Replikat entstand, das auch die Struktur der Quelle widerspiegelt. So können wir nicht nur ausgewählte personenbezogene Informationen auswerten. Stattdessen versetzen wir uns in die Lage, ein neues Quellenbewusstsein zu entwickeln und vor seinem Hintergrund auch den Karteibestand als Ganzes als Quelle zu betrachten. Auf dieser Basis können nun drei miteinander verwobene Ebenen historischer Erkenntnis erschlossen werden. Mit ihnen lassen sich die historiografischen Probleme, die ich gerade aufgezeigt habe, vermeiden und neue Fragen beantworten. Durch einen Fokus auf die in der Quelle gespeicherten personenbezogenen Informationen und Attribute lässt sich erstens ein raum- und zeitkritisch differenziertes Sozialprofil herausarbeiten und sich dies nachfolgend unter strukturhistorischen Fragestellungen der quantitativen Biografieforschung analysieren. Cluster unter den erfassten Personen, ihre sozialen Marker sowie Trends, Konjunkturen und andere Dynamiken lassen sich auf diese Weise aufzeigen. Die zweite Ebene ergibt sich aus dem Wissen, mit der Gestapo-Kartei ein funktionales Medium zu beforschen und wendet den Blick auf den historischen Prozess, in dessen Kontext die Quelle entstand. Die Anlage von Wissensspeichern wie Karteien wurde spätestens mit der Büroreform der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zu einer zentralen Kultur- und Machttechnik in modernen Gesellschaften. Damit wurden soziale Prozesse begleitet und versucht, für zentral gehaltene Herausforderungen zu bewältigen. Über die Informationen in der Quelle, zum Beispiel Zeit- und Raumangaben, lässt sich der Prozess nun differenziert in seinen wesentlichen Umrissen modellieren und anschließend in seiner Strukturiertheit untersuchen. Die dritte Ebene bezieht sich auf den gesamten Quellenbestand als institutionelles Medium. Bei der Gestapo-Kartei handelt es sich um ein kulturelles Artefakt und als solches sind darin mit jedem Akt der Wissensproduktion die kontingenten Strukturen der NS-Gesellschaft eingeschrieben worden. Sie lassen sich herausarbeiten und darüber die internen und externen Arbeitspraktiken der NS-Geheimpolizei aufzeichnen. Wir schauen dafür zum einen auf die Wissensproduktion selbst und dringen von dort zu Fragen der geheimpolizeilichen Konstruktion von Wirklichkeit vor, die Grundlage ihrer Handlung bildete. Zum anderen fragen wir aber auch nach genau diesen Handlungen, die in der Gestapo-Kartei protokolliert worden sind. Auch in ihnen lassen sich Muster und Strukturen identifizieren und darin Dynamiken aufzeigen. Personen, Prozesse und Institutionen. Auf diese drei zentralen Elemente zielen wir also in der Arbeitsgruppe Digital History an der Universität Osnabrück. Der Weg dorthin führt über die Anwendung digitaler Analysetools, mit denen wir Muster in den historischen Massendaten identifizieren. Ihre Kontextualisierung und Interpretation machen dann elementare Strukturen sichtbar. Dieser Schritt zeigt häufig völlig neue Facetten auf, stellt neue Fragen und gibt darüber der Wissenschaft neue Impulse. Konkret verfolge ich im Forschungsprojekt Überwachung macht Ordnung primär Fragen der eng verknüpften zweiten und dritten Ebene und stelle die Gestapo-Kartei als historischen Wissensspeicher in das Zentrum einer Wissensgeschichte der Gestapo.
Das von der NS-Geheimpolizei produzierte Wissen präsentiert sich uns heute nämlich als Big Data einer vordigitalen Gesellschaft. Sie hatte den Wert des Wissens bereits erkannt. Dieses Wissen, effizient in modernen Karteien verfügbar gemacht, spiegelt die Überwachung einer Gesellschaft und diente ihrer Disziplinierung und dann auch ihrer sehr brutalen Ordnung. Wissensproduktion war für das NS-Regime also nicht Selbstzweck. Sie war eine Machttechnik zur Durchherrschung der deutschen Gesellschaft mit dem Ziel der Implementierung ihrer menschenverachtenden Ideologie und damit letztlich eine zentrale Bedingung für die Gewaltverbrechen der Nationalsozialisten. Nach der Übernahme der Kartei von der preußischen Geheimpolizei im Jahr 1933 wuchs der Wissensspeicher der Gestapo rasant. Dieses Wachstum verlief allerdings nicht linear. Auswertungen der Kartei zeigen, wie sich die Wissensproduktion mit den unterschiedlichen Aufgaben, die die Gestapo im Dritten Reich hatte, veränderte. Menge produzierter Karteikarten, Themen erfasster Sachverhalte und Präsenz im ehemaligen Regierungsbezirk Osnabrück, für die eben die Osnabrücker Gestapo-Stelle zuständig war, unterscheiden sich in vier identifizierbaren Phasen deutlich. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen hier. Sehr gut. Diese Phasen bilden sich in dieser Aufschlüsselung der Wissensproduktion bereits ab. Die Jahre 1928 bis 1932 dienen dabei gewissermaßen als Nullmessung einer rechtsstaatlich organisierten liberalen Demokratie. Anschließend beginnt die Gestapo mit ihrer Arbeit, für die sie durch das dritte Gestapo-Gesetz im Jahr 1936 nahezu unbegrenzte Macht erhält. Über den Kriegsbeginn hinaus und bis zur Umstrukturierung des Reichssicherheitshauptamtes im Jahr 1941 produzierten die Abteilungen der Osnabrücker Dienststelle umfassendes Wissen. Danach ist es vor allem die politische Polizei, das erkennen Sie hier in Blau, die Karteikarten produzierte und dies mit einem solchen Eifer, dass die Zahl der angelegten Karten im Jahr 1943 um das 6,5-fache höher lag als 1933. Durch einen Blick in die Sachverhaltsauftragungen lassen sich die vier Phasen benennen. In der ersten Phase der politischen Polizei Preußens sind ausschließlich die extremen Parteien der Weimarer Republik, NSDAP und KPD, hier gefasst unter Gegnerbekämpfung, überwacht worden. Phase 2 stand dann für die gerade an die Macht gekommenen Nationalsozialisten im Zeichen der politischen Gegnerbekämpfung. In Phase 3 konnte sich die Gestapo dann bemächtigt durch das Gestapo-Gesetz der ideologischen Durchherrschung der gesamten Bevölkerung widmen. Das Themenspektrum, das sehen Sie hier, wurde viel breiter, wurde wesentlich breiter und zugleich wurde es notwendig, angestoßene Vorgänge zu protokollieren und gesammeltes Wissen zu managen. Also hier, das ist einfach die Gestapo protokolliert ihr eigenes Tun und ihr eigenes Wissen, also Mensch, ihr eigenes Wissen in der Kartei, damit sie den Überblick behält. Phase 4 steht schließlich deutlich im Zeichen der Kriegswirtschaft. Es galt, Zwangsarbeiter zu überwachen und zu sanktionieren und zugleich die Arbeitskraft der sogenannten Volksgemeinschaft zu erhalten. In den vier Phasen veränderte sich zusätzlich die räumliche Präsenz der Gestapo ganz deutlich. Die Anwendung von Space-Time-Pattern-Mining-Tools bestätigt diese vier Phasen. Jetzt hätte ich Ihnen gerne ein Video gezeigt, es ist leider nicht übermittelt worden, aber wir schaffen das auch mit den Karten, die ich mitgebracht habe. In Phase 1 konzentrierte sich der Staatsschutz der Weimarer Republik im Wesentlichen auf die urbanen Räume des Regierungsbezirks. Papenburg, Nordhorn, Lingen und vor allem Osnabrück treten in dieser Visualisierung deutlich hervor. Die Gestapo veränderte diese Praktik in Phase 2 und sammelte verstärkt Wissen im ländlichen Raum. Sie sehen auch, dass die Zahl natürlich zugenommen hat. Phase 3 setzt sich dieser Trend fort und die Gestapo drang bis in die letzten Winkel des Regierungsbezirks vor.
Im Dienste der Kriegswirtschaft konzentrierte sich die Gestapo dann in Phase 4 allerdings wieder vermehrt auf die Städte und die landwirtschaftlich stark genutzten Räume des Regierungsbezirks. Diese in aller Kürze präsentierten Befunde regen dazu an, zentrale Fragen der Gestapo-Forschung erneut zu diskutieren. Allwissenheit und Allgegenwärtigkeit, zwei Eigenschaften, die bereits zum Teil eines Gestapo-Mythos erklärt worden sind, müssen, also von der Geschichtswissenschaft, müssen mit Blick auf den Wissensspeicher und die Wissensproduktion der NS-Geheimpolizei neu verhandelt werden. Dabei bietet es sich an, Modelle gesellschaftlicher Wirklichkeitskonstruktion einzubeziehen und auf dieser Basis nach der Wirkung einer durch Gesetze und Wissen bemächtigten Gestapo auf die deutsche Gesellschaft zu fragen. Auf diese Weise gelangt man zur Einsicht, dass die Gestapo gerade im Vergleich zu ihrer Vorgängerorganisation durchaus allwissend und allgegenwärtig erscheinen konnte, ohne zugleich die Tatsächlichkeit dieser bereits vom NS-Regime propagierten Eigenschaften postulieren zu müssen. Allwissenheit und Allgegenwart werden in einer solchen Deutung zu Wahrnehmungskategorien, mit denen die deutsche Gesellschaft das Phänomen Gestapo durch tradierte religiöse Deutungsmuster fassen konnte. Ohne bereits über diese feine Differenzierung zu verfügen, konnte sich die deutsche Nachkriegsgesellschaft mit einem so gestalteten Gestapo-Bild allerdings gegenüber dem NS-Regime als machtlos konstruieren und so die Motive des Bildes für die eigene Entschuldigung instrumentalisieren. Wir in Osnabrück haben die Erfahrung gemacht, dass sich solche historischen Interpretationsvorgänge, die die Historiografie zu neuen Deutungen von Vergangenheit führen, so gut wie immer an digital erarbeitete Befunde anschließen. In Osnabrück sind wir deshalb davon überzeugt, dass historisches Big Data die Geschichtswissenschaft bereichern wird. Als Teil einer Digital History sind ihre Potenziale zu groß, als dass sie ignoriert werden könnten. Wir brauchen aber, und das ist mir ganz wichtig zu sagen, auch weiterhin Historikerinnen und Historiker, die in der Lage sind, die so produzierten Befunde zu kontextualisieren und zu interpretieren, um so zum historischen Narrativ beizutragen. Vielen herzlichen Dank. Bleiben wir gleich hier oben, ne? Doch. Vielen Dank, Sebastian. Auch hier haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wenn die kommen, ich weiß nicht, ob das Essen schon da ist. Ich glaube, ein bisschen müssen wir die Zeit noch überbrücken. Herr Jakob. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag insgesamt. Ralf Jakob, Stadtarchiv Halle an der Saale, jetzt mal ganz bewusst. Können wir vielleicht noch mal an Ihre zweite oder dritte Folie vom Anfang gehen? Sie haben gesprochen über die für Sie erzielten Ergebnisse. Als nicht digital geborener Archivar, Sie sagten ja, Sie sind digital, Sie haben geschrieben, Geoinformationssysteme, Data Mining, Text Mining. Könnten Sie dazu vielleicht noch zwei, drei Ausführungen machen? Würde mich sehr interessieren. Ja, können Sie das spezifizieren? Sonst sage ich, damit analysieren wir Daten und das hat Ihnen nicht geholfen. Also interessieren Sie die Programme, die wir nutzen? Ja. Oder? Okay. Praktisch, ja. Wie haben Sie Ihre Daten gewonnen? Genau. Die Werkstattbericht. Die Regierung ist nicht mehr die Antwort, mit der kommen wir nicht mehr weiter. Genau. Das führt nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Was sind Ihre Schritte? Mhm, genau. Also was ich Ihnen hier mitgebracht habe, das hätte ich vielleicht einfach drüber schreiben sollen, das mache ich beim nächsten Mal, es tut mir leid, ist der Workflow, mit dem wir von den Quellen im Archiv zu unseren Auswertungen kommen. Und sehr wichtig ist, dass das immer in Kooperation passiert. Die Kooperationspartner sind wir als Wissenschaftler, die letztlich mit den Daten arbeiten, aber für die Vorbereitung der Daten ist viel zentraler, dass wir mit dem Niedersächsischen Landesarchiv einen sehr offenen Partner haben, der bereit ist, große
Quellenbestände zur Verfügung zu stellen, die zu digitalisieren, also über einen Massenscan. Wie das genau läuft, das werden Sie viel besser wissen als ich. Ich arbeite am Ende immer mit dem Produkt. Dann haben wir einen Dienstleister, der in der Lage ist, aus diesen Scans, also aus den Scans die Informationen herauszuziehen. Das sind OCRs und Handschriftenerkennung, das steht da rechts auch, genau. Das ist manchmal nicht ganz einfach, deswegen kommen da eben auch künstliche Intelligenzen zum Einsatz, ohne dass ich dann einen tieferen Einblick habe, aber die arbeiten mit Machine Learning und solchen Sachen, um tatsächlich auch die letzte Information aus dem Formular in eine Datenbank zu übertragen. Genau, diese Daten speichern wir in relationalen Datenbanken und wenn wir sie da erstmal haben, sind wir in der Lage, diese Daten in entweder Geoinformationssysteme hineinzuspeisen und das, was ich an Karten mitgebracht habe, sind, ne, das sind ja ganz normale Excel-Sheets, die kennen Sie auch. wo muss ich denn hinzeigen, damit es weitergeht? Das hier ist ja eine solche Auswertung in dem Geoinformationssystem, wo wir alle Daten aus einem Zeitraum, die einen Ortsbezug haben, und das sind hier die Wohnorte derjenigen Personen, die in die Gestapo, die von der Gestapo erfasst worden sind, natürlich sind auch die Wohnorte von der Gestapo erfasst worden, die haben wir projiziert und dann laufen darüber zum Beispiel Dichteanalysen. Also es sind Algorithmen, die das Geoinformationssystem, wir benutzen da die Software ArcGIS Pro, das ist einer der Anbieter, es gibt aber auch Open-Source-Programme wie QGIS und so weiter und so weiter. Also googeln Sie einfach Geoinformationssysteme, dann finden Sie eine ganze Reihe. Und dann sind wir in der Lage, ja nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich differenziert zum Beispiel Häufungsanalysen durchzuführen. Auf der anderen Seite, und das, da arbeite ich immer dran, das zu entwickeln, deswegen habe ich es noch nicht mitgebracht, gibt es ja auch gute Programme wie Orange, auch Open Source, die in der Lage sind, Text Mining oder Data Mining zu betreiben, wo sie ganze Dokumente reinladen können und das ist für die, also sie laden Textdokumente hinein und sind dann in der Lage, Wortabstände, Wortfrequenzen und all solche Dinge zu vermessen. Und das plane ich für meinen nächsten Aufsatz, den ich durchdenke, aber noch nicht angefangen habe, mit den Sachverhaltsauftragungen zu machen. Denn die Sachverhaltsauftragungen sind die Freitextfelder, wo die Gestapo durchaus differenziert in Kürze aufgetragen hat, was wir vermuten, auch in der Personalakte sich gefunden hätte, nur dass wir diese Personalakten nicht mehr haben. Die Palette an Programmen, die wir verwenden, ist relativ breit. Teil meines Jobs ist es auch immer, neue Programme zu finden, die geeignet sind, denn Sie können sich vorstellen, nichts davon wird für Historikerinnen und Historiker entwickelt. Und das heißt, wir müssen uns die Potenziale selber erschließen. Ja? Gut, ich habe folgende Frage. Sie haben ja den Workflow dargestellt, den Workflow ja, sozusagen zur Digitalisierung, wie kommen wir von der Quelle zur Interpretation? Für mich ist der Punkt der entscheidend, wie können diese Digitalisate, Sie haben das ja sozusagen als digitale Repräsentation beschrieben, nachgenutzt werden, jetzt nicht nur im Rahmen Ihrer Forschung, sondern durch andere. Denn ich glaube, das ist aus archivischer Sicht ja eigentlich auch ein Mehrwert, der entsteht, dass nicht nur für ein Forschungsprojekt Daten mühsam aufbereitet werden, sondern dass diese in digitale Form überführten Daten oder Informationen dann auch für andere zur Verfügung stehen. Wie offen ist die Aufbereitung? Also wir behalten uns vor, für die 3 Jahre Projektlaufzeit die Daten exklusiv zu nutzen. Und danach wird die komplette Datenbank im Niedersächsischen Landesarchiv über ArcGIS als Rechercheinfrastruktur zugänglich gemacht. Wie der genaue Zugang zur kompletten Datenbank geregelt wird, ist noch Sache von Verhandlungen. Aber der wichtige Punkt ist, dass die komplette Datenbank nach Abschluss des Projektes
von jedem und jeder im Niedersächsischen Landesarchiv benutzt werden kann. Und zugleich nutzt das Archiv, das Niedersächsische Landesarchiv, schon jetzt Teile der Daten, um die Recherche für Benutzerinnen und Benutzer zu erleichtern. Weil wir eben die maschinenlesbaren Daten haben, kann man dann eben da schon nach bestimmten Schlagworten suchen, je nach Interesse. Hier noch eine. Daniel Koller, nicht Archivar. Ich wollte bestätigen im Prinzip genau die Fragestellung von Ihnen. Der Punkt ist eigentlich, dass die, also man kann das quasi an Archivdaten dranhängen. Eine andere Idee könnte schlichtweg sein, was vermutlich der Kollege von Wikidata auch gesagt hätte, dass zum Beispiel auch als maschinenlesbares Dataset in Verbindung mit Wikipedia-Items zu machen, damit eben genau, sage ich mal, nicht nur, sage ich mal, Ihr Forschungsfokus quasi da unterstützt werden kann, sondern auch quasi andere Historiker unter anderen Schnitten auf diese Daten drauf gucken können. Und da, also mir fehlt an der Stelle komplett der Archivhintergrund, aber die Frage ist einfach, wie viel Schwelle bauen wir auf, quasi die digitalisierte Information aus Archivgegenständen wieder in Archivsysteme zu stecken oder vielleicht alternativ in Systeme, die man über Wikipedia oder Wikidata zum Beispiel auch direkt besser rausbekommen könnte und vor allem auch besser wieder automatisiert auswerten könnte. Das ist eine sehr gute Frage, die wird auch häufig gestellt, nur fühle ich mich da nicht, also ich sehe mich nicht in der Lage, die Frage vollumfänglich zu beantworten. Selbstverständlich wünschenswert. Die Wikipedia arbeitet aber ja zum Beispiel stark mit Normdaten. Und was wir im Rahmen unseres Forschungsprojektes nicht leisten können, ist, unsere Datenbank mit Normdaten anzureichen, also zum Beispiel Ortsangaben zu normalisieren. Wir arbeiten da mit ganz normalen Koordinaten. Wenn es einen Weg gibt, das in irgendeiner Form zusammenzubringen, ist es dann aber ja eine Frage, die das Niedersächsische Landesarchiv beantworten muss, in welcher Form man da die Quellen oder die Informationen, die sie ja in das ArcanSys einspeisen, auch in der Wikipedia nutzbar machen kann. Aber also mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen. Da müssen Sie tatsächlich mit den Betroffenen, mit den zuständigen Archivinstitutionen sprechen. Die werden Ihnen das viel besser sagen können. Was ich dazu sagen kann, ist, dass schon auch vorgesehen wird, ArcanSys mit Normdaten zu befüllen, also dass es die Möglichkeit gibt. Insofern okay, ist im Prinzip genau die Möglichkeit gegeben, dann zum Beispiel bei den Orten Normdaten mit ranzunehmen. Ganz kurz, ich möchte meinen ersten Punkt betonen, die Anreicherung mit Normdaten wäre dann aber etwas, was Archivinstitutionen übernehmen müssten. Genau, das ist für uns als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur sekundär relevant. Ja. Ich würde auch mal kurz eine Frage von meiner Seite rannehmen. Ich weiß gar nicht, ob Sie das beantworten müssen oder ob wir da an die Dienstleister oder das Niedersächsische Landesarchiv rangehen. Die Nachnutzung der neuronalen Netze, die Sie benutzt haben. Wir haben in Wiesbaden auch eine Gestapo-Kartei mit 140.000 Daten und die sind relativ flach erschlossen. Die sind komplett digitalisiert, ja, und relativ flach erschlossen. Da wäre es natürlich... Also gescannt. Gescannt, ja, sind sie. Und ja, und ganz, ich glaube, die Namen sind angenommen. Aber was Sie alles an Daten noch dabei haben, das ist alles... Da wäre es natürlich für uns super interessant, für die Tiefenerschließung, ja, wenn es da quasi... Die Kartei ist die Kartei, die jetzt, ja, in Frankfurt geführt worden ist oder in Osnabrück, das Netz entsprechend nachnutzen, genau, zu können. Aus datenschutzrechtlichen Gründen haben wir beim ersten Projekt mit dem Dienstleister oder mussten mit dem Dienstleister vereinbaren, dass alles, was dort an Software entwickelt wurde, also alles, was speziell für unser Projekt an Software entwickelt wurde, nämlich das Training der Algorithmen, gelöscht wird von deren Seite aus, weil das eben Teil der datenschutzrechtlichen Vereinbarung war. Mit der Extraktion von Daten aus Formularen verdient diese Firma aber ihr Geld. Und wir arbeiten, wie gesagt, jetzt mit
unserem, mit dem zweiten Karteiprojekt, mit der Ausländermeldekartei, auch sehr eng wieder mit demselben Dienstleister zusammen. Und die brauchen von jedem Karteiformular 100, 150 Testdatensätze, um ihre Algorithmen zu trainieren und können dann die Extraktion vornehmen. Also da ist also die Technologie ist ja inzwischen so weit, dass wir da uns tatsächlich auf zwar kommerzielle, aber Dienstleister verlassen können, die das wirklich gut machen. Mhm. Die selbst Handschriften, Sütterlin und so weiter gut aus Karteien extrahieren können. Mhm. Also das wieder zu trainieren, wäre, glaube ich, nicht die Herausforderung. Aber selbstverständlich ist es immer mit Kosten verbunden, zu extrahieren. Ja. Und noch ist das ein sehr monopolisierter Markt, auf dem man natürlich auch Monopolpreise zahlt. Okay, damit sind wir für den Vormittag zum Schluss gekommen. Um 13.45 Uhr geht es weiter, das hatte Patrick ja eben auch schon mal gesagt. Jetzt gibt es draußen die Möglichkeit, sich ein bisschen zu stärken. Und wir treffen uns dann in etwas über einer Stunde wieder.